Neuer Part, neues Glück. Herzlich willkommen zu Let's Play Mario Kart 8, ein neuer Part. Und wir fahren hier den Sonnenflughafen von der Wii U. Ja, wir haben jetzt hier, wir sind immer noch in der gleichen Gruppe vom letzten Part, aber jetzt halt auch mal mit ein paar anderen Leuten. Zum Beispiel ist ein Typ dabei, der nennt sich Adolf, der kommt aus Deutschland. Naja. Es gibt echt bekloppte Leute, also das ist echt schon grenzwertig, muss ich sagen, was der Typ da macht, aber naja. Aber trotzdem ist der Typ von 8300 noch dabei und im letzten Rennen, also gerade eben, wurde ich nochmal Dritter im Vulkanroll von der Wii und habe 8 Punkte plus bekommen. Ja, meine Hoffnung natürlich in diesem Part, mehr Punkte. Ja, wieso denn bitte bekommt er direkt wieder 2? Meine Fresse! Beziehungsweise 3 hat er bekommen! Zack doch! Ja, im letzten Part habe ich mich ziemlich aufgeregt. Ich hoffe, dass das nicht wieder zustande kommt. Aber naja, Mario Kart 8 ist halt ein Spiel, wo man sich nur aufregen kann, weil das manchmal echt nervt. Vor allem, wenn du solche beschissenen Items bekommst. Die 3 Mann. Der hat schon wieder 3 rot oder was? Lol, vor ihm. So, jetzt kann ich noch meine Bananen schon auslegen. Ah, die wollte ich eigentlich nach hinten schmeißen. Zweiter ist hier cool. Weil vor allem nicht der 8800 Punkte Typ vorne ist. So, die grüne werde ich jetzt mal behalten. Der Typ da vorne, der da vorne ist. Das ist übrigens lange schon vorne. Also der ist öfters mal vorne. Also scheint nicht schlecht zu sein. Ich behalte jetzt auch meine grüne und wechsle nicht auf rot eventuell, weil dann bekomme ich eine Münze. Wie behalte ich jetzt meinen zweiten Platz? Oh, die hat auch direkt eine rote. Als erster, Seems Legend. Na klar. Vielen Dank, Nintendo. Wetten, der trifft mich denn noch in der letzten Runde, ey. Okay, wir haben sogar einen guten Vorsprung. Vielleicht ist was drin. Wäre natürlich schön für uns, wenn hier noch was drin wäre. Er wird seine rote behalten, ne? Ja, er wurde von irgendwas getroffen. Jawohl. Komm. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Erster in der Gruppe. Boah. Die Gruppe ist größtenteils so geblieben. Also der Typ mit 2900, 2800 und da. Ey, 19 Punkte plus, ey. Das ist episch. Boah, das war gut, ey. 19 Punkte plus ist für mich echt episch. Schon mal ein echter Erfolg in diesem Part. Gleich mal zum Anfang. Kann nur besser werden. Also kann nur schlechter werden. Absolut YOLO. Kanye West fährt mit uns Mario Kart 8. Ja, hier nennt sich einer Kanye West. Also ja, ich glaube, das ist Sänger, genau, der Sänger hier, Kanye West aus Amerika. Der fährt jetzt hier tatsächlich mit uns Mario Kart 8 und Fehler bei der Datenübertragung, natürlich! Ja, wir sind jetzt in einer anderen Gruppe. Liegt einfach daran, wieder bei der Datenübertragung war. Also, hoffentlich schaffen wir es in dieser Gruppe. Vor allem, wisst ihr, da bin ich Erster und dann zack, wieder bei der Datenübertragung. Ist natürlich auch nicht so, Judo. Aber naja, jetzt haben wir eine Gruppe, ja, 2900, 2700, 600, also alles ist fast drin. Und den wollte ich jetzt eigentlich nach vorne schmeißen, um da welche zu treffen, aber ja. Epic Fail. Aber okay. Ja, ich musste jetzt ausweichen, weil ich schon gesehen habe, dass der Typ mir das Item wegnimmt. Die wäre natürlich irgendein Dritter. Aber... Na, dieser dämlichen Feuer... Ja, und du wirst auch einfach ständig übelst oft getroffen. Und manchmal wirst du nicht nur einmal getroffen, sondern gefühlte dreimal. Das ist denn vor allen Dingen auch so. Ja, Pilz. Alle haben Pilz, ey. Super, das hat mir so viel gebracht. Und hinten ist jemand mit einem Stern. Ich habe natürlich kein Item bekommen, weil mir wieder einer genau das Item vor der Nase weggeschnappt hat. Delfin Lagune bin ich ja eh nicht der Fan. Also glaube ich, dass ich hier definitiv Minuspunkte absahnen werde. Yeah.
hasse es. Komm. Komm, verpiss dich mit deinen scheiß Feuerbällen, ey. Oh, Dritter! Okay. Das ist tatsächlich so, dass diese Gruppe ziemlich ausgeglichen ist, also unfassbar. Und tschüss. Und tschüss, Mann! Jetzt wurde er getroffen. Ich wollte schon sagen, wann wird er getroffen? Zweiter bin ich. Vor allem als Dritter nach 8 und Vierter, was ich da war. Das ist schon nice. Soll? Nein! Oh, ich bin in seine Banane gefahren, ich Idiot! Oh, das war jetzt echt dumm von mir. Ich hätte ihn überholen können, ey. Natürlich in der Luft trifft mich da so eine Scheiße. Und wirft mich natürlich so derbe weit zurück. Komm, fahr, Mädel. Mit mir ein gutes Item. Komm. Komm, jetzt mit ein bisschen Skill nach vorne. Ja. Komm. Ich bin Dritter. Jawohl, es wird mir auch Dritter angezeigt. Weil manchmal hast du echt den Bug, dass der nur Vierter angezeigt wird. Obwohl du eine Sekunde vor Schluss noch Dritter geworden bist. 9 Punkte, das ist wenigstens okay. Boah, war spannend, ey. Ja, und da sind wir beim letzten Rennen des heutigen Parts. Ja, ich bin plötzlich Zweiter, weil wir sind jetzt nur noch zu 10. Und eigentlich sind 4 rausgegangen, aber wenigstens sind 2 neu gespawnt. Von daher ist die Gruppe nicht ganz so leer ausgegangen. Und wir sind schon nach der ersten Sekunde scheinbar Erster. Das freut mich natürlich. Weniger freut es mich, dass ich gleich eine Münze bekommen habe. Also bräuchte ich jetzt mal ein gutes Item. Ja, im letzten Part habe ich darüber gesprochen, dass sehr bald ein Update für MK8 kommt. Das wird, glaube ich, Ende August, am 27. oder 28. glaube ich, wird das erscheinen. Das könnt ihr euch dann runterladen und dann gibt es viele Neuerungen. Welche Neuerungen es da gibt, die werde ich dann in einem Tutorial erklären. Also da versuche ich euch die neuen Dinge, die es da gibt, zu zeigen. Aber ich habe auch schon ein bisschen was angesprochen in meinen Mario Kart 8 News. Aber das war, glaube ich, Part 22 oder 23, wo ich darüber gesprochen habe, was neu ist bei Mario Kart 8 Update. Könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn es euch so sehr interessiert. Wie gesagt, 22 oder 23 müsste es gewesen sein. Ja, da kommt die Hand von raus. Nein, wieso, du Schlampe, sie ist daneben gefahren. Ja, jetzt kriege ich auch die Fresse. Ja, das war so klar. Ja, und dann kommt direkt eine instant rote. Meine, fahre ich gegen so einen scheiß Blobber, ey. Es ist auch immer so, immer wenn du was versuchst zu erklären, dann kommt irgendwas und trifft dich. Schlimm. Okay, zurzeit müsste eigentlich auch schon hier. Ach Mann, jetzt habe ich den Bonus nicht bekommen. Das fahre ich aber gerade schlecht. Zurzeit müsste auch schon. Fick dich doch. Natürlich. Müsste auch schon die die Games Colosseum Battles laufen. Könnt ihr euch ja mal vorbeigucken. Es gibt auch einen Kanal dazu. Der müsste bei meinen verlinkten Partnerkanälen sein. Mann, wieso denn nicht? Was fahre ich denn für eine Scheiße zusammen, ey? Ich muss hier eigentlich Erster werden. Aber ich fahre hier so eine Scheiße aber auch zusammen. Ja, und natürlich kommt eine Rote. Und natürlich kommt dann noch wieder die Hand von Bowser. Und dann bin ich wieder von irgendeiner Scheiße getroffen. Und dann bin ich instant Letzter. Oh, ich bin aber ein Vollidiot. Nicht verdient den ersten Platz. Vierter in den Ohren nicht verdient, ey. Boah, leck mich doch. Immer wenn du was versuchst zu erklären. Ja, komm, verpiss dich. Ja, der wird nicht getroffen. Und ich krieg natürlich eine Rote. Und David schiebt mich natürlich nach außen. Natürlich. Seems legit. Seems legit. Seems legit. Seems legit.
Ja, dann jetzt bin ich auch noch Neunter, verarscht mich halt! Und dann nimmt er mir auch noch das Item weg! 10 Punkte minus! Verarscht mich doch! Nur weil er hier denkt, ach, ich hab ein Item, balle ich auf ihn! Noch ein Item, bam, nochmal! Und dann lässt ich mir einen zurückfallen und er noch mal nach hinten fällt! Und dann kommt noch ein Scheiß-Item! Und dann bekomme ich hier eine Mütze als Letzter! Was ist so eine Scheiße! So ein Blödsinn! Bis bald bei den News, ey! Ja, hi Leute und herzlich willkommen zu den neuen Mario Kart 8 News. Ja, Namco Bandai hat schon etwas länger schon ein neues Spiel angekündigt, und zwar Digimon All-Star Rumble. Ja, das wird ein Beat'em Up sein. Bekannt sind schon Agumon, Gabumon und die neuen Digimons aus der neuen Digimon-Serie. Frag mich aber jetzt nicht, wie die heißt. Ich habe die auch noch nicht gesehen, von daher okay. Aber trotzdem, dieses Spiel erscheint für die Last-Gen-Konsolen, heißt für PlayStation 3, Xbox 360 und erscheint noch dieses Jahr, und zwar am 11.11.2014. Auf der Gamescom konnte man ja einige Spiele antesten und das hat viele Konsumenten zu einer Vorbestellung bzw. zu einem Kauf verleitet. Amazon hat eine kleine Liste bekannt gegeben, indem sie die Prozentanzahlen gezeigt haben, welche Spiele am meisten vorbestellt wurden. Und die werde ich euch sagen. Und zwar die Top 3. Project Cars wurde 42% vorbestellt. Tomb Raider 30%. Bloodborne 16%. Und dahinter kamen sehr viele Wii U Spiele. Vor allen Dingen die Wii U Spiele wurde ziemlich oft vorbestellt. Wie zum Beispiel Hyrule Warriors, Yoshi's Woolly World oder Super Smash Brothers. Seit Freitag kann man sich die Beta-Version von der Minecraft 1.8 Version runterladen. Der Release der 1.8er Version erscheint am 2. September. Man hat verkünden lassen, dass diese Entwicklung tatsächlich sage und schreibe mehr als 300 Tage gedauert hat. Was neu ist, das in der Minecraft-Version 1.8, das könnt ihr euch in der Videobeschreibung angucken. Da sind Bilder und ein kleiner Bericht dazu, wenn ihr wissen wollt, was ist neu bei Minecraft 1.8. Ebenfalls seit Freitag auf dem Markt gibt es Assassin's Creed Memories. Das ist ein Kartenstrategiespiel für iOS-System. Ihr könnt euch dieses Spiel im App Store runterladen und dieses Spiel ist tatsächlich kostenlos. Große Überraschung, zumindest war das aus meiner Sicht so, FIFA 15 bzw. EA hat angekündigt, dass man gegen Cheater und gegen Farmer vorgehen möchte, die ja in der letzten Zeit in FIFA 14 ja ziemlich nervig waren, vor allen Dingen die Cheater. Gegen diese Leute möchte man jetzt vorgehen. Und zwar wird es ein automatisches System geben in FIFA 15, das gegen diese Betrüger vorgeht. Und zwar gibt es drei verschiedene Formen in der Sachen betrügen. Und zwar beim ersten Verstoß bekommt ihr nur eine E-Mail, in der drin steht, dass ihr betrügt habt oder gecheatet oder so irgendwas ähnliches. Im zweiten Strike werden die FIFA Points, die ihr habt, oder beziehungsweise euer Geld, eure Münzen, werden zurückgesetzt auf 0. Solltet ihr dann trotzdem immer noch betrügen bzw. cheaten, wird euer Konto für alle gängigen FIFA-Spiele gesperrt. Also ziemlich krass, wie EA tatsächlich mal vorgeht. Hat man ja schon öfters gesehen, dass viele Spieler bei EA bei FIFA ziemlich cheaten, was natürlich nicht in Ordnung ist, beziehungsweise auch Farmen ist natürlich nicht in Ordnung, und gegen diese Leute geht EA jetzt konsequent vor. Wie gesagt, beim dritten Verstoß Kontosperrung und ihr dürft in keinem FIFA-Spiel mehr dieses Konto benutzen. Also, ziemlich interessant. Und das war's mit den News am Sonntag. Am Donnerstag gibt's wieder die nächste News. Bis dahin, Leute, und ciao.